So, Salvede des Kibuli, des Kibulekwe und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, bis einer weint und dieser eine, das wird wahrscheinlich ich sein. So, wir sind jetzt in der Höhle, ich habe mir hier richtig starkes Equipment angeeignet, schaut mal, und das alles ohne das Wissen des Wissens. Scheiße. So, jetzt haben wir aber ein Problem, ne? Denn ich habe mich natürlich nicht informiert, wie man Schuhe craftet. Hätte ich vielleicht noch machen können, aber jo, es wird eh überbewertet, ne? Wer braucht schon Schuhe? Ne, ich bräuchte jetzt echt mal Schuhe, weil dann wäre mein Ding ja perfekt. Dann wäre ich ja fast perfekt ausgerüstet, so. Das wäre ja eigentlich schon, das wäre ja zu gut, um wahr zu sein, so. Ja, warte, bauen wir mal Fackeln hin. Also, für alle, die neu dazugeschaltet haben und nicht wissen, was es geht, ich werde hier versuchen zu überleben. So lange, bis ich sterbe, werde ich dieses Dings hier durchziehen. Deswegen auch der Name, bis einer weint. Und das werde ich jetzt tun. Und ich habe schon, war schon mehrmals kurz davor zu weinen. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, in dieser Folge werde ich sterben. Das sage ich zwar immer, aber diesmal meine ich es ernst. Diesmal meine ich es ernst. So, ich muss mir mal angewöhnen. Oh, jetzt rülpse ich hier schon während dem Let's Play. Ich muss mir mal angewöhnen, immer die Sachen auch zu... Alter, das gibt's ja nicht. Das ist eine so eine monstermäßige Höhle. Betonung liegt auf monstermäßig. Weil... tatsächlich... Oh, wann machen wir das jetzt? Wo ist hier... Was baue ich hier eigentlich die ganze Zeit ab? Ich muss mal Cobblestones abbauen, ne? Ich habe kaum noch Steine. Denn... Ich höre hier die ganze Zeit die ohne Scheiß. Das macht mich verrückt hier. Hier ist irgendwie... Ah, da ist die Fledermaus. Komm her. Da oben sind noch welche. So. Okay. Puh! Wow, in dem letzten Video habe ich tatsächlich mein erstes Mal gefeiert. Ich habe das erste Monster bei Minecraft getötet. Bisher wurde ich nämlich immer nur vom Monster... Oh mein Gott. Was ist das gerade für ein Geräusch? Bisher wurde nämlich nur ich immer von Monstern getötet. Aber tatsächlich habe ich es jetzt geschafft, mal nicht zu sterben. Das freut mich. Ich glaube, so langsam komme ich echt in den Flow rein. Wobei ich glaube, dass ich in der Folge jetzt sterben werde. Aber egal. So, dann brauchen wir jetzt erstmal nochmal ein bisschen Kohle. Weil mein Fackelvorrat neigt sich natürlich auch ein bisschen dem Ende. Außerdem brauche ich auch ein paar Level. Weil ich nämlich mir vorgenommen habe, sobald ich Diamant finde und sowas, dass ich da, dass ich auch meine Diamantwaffen dann verzaubern werde. Das ist natürlich dann, das wäre ziemlich smoothie, ne? Ich glaube, irgendwann renne ich dann so voll YOLO hier durch. Weil mir sowieso keiner mehr was antun kann, so ungefähr. Hm. So, wo gehe ich jetzt lang? Ich gehe jetzt mal da hinten lang. Tchuh, tchuh. Ich finde das lustig, weil ihr seht, ist so eine gewisse Entwicklung. Natürlich. Weil am Anfang wusste ich nicht mal, wie man irgendwie Sachen aufnimmt oder sowas. Aufnehmen tut. Und mit der Zeit gewöhnt man sich ja dran und ihr werdet quasi mit mir erwachsen. Ihr erlebt das alles mit. Oh, ich muss ja mal eine Eispickaxe machen. Ihr erlebt das quasi hier alles mit, wie ich quasi mich bei allem entjungfere und am Schluss vielleicht sogar Minecraft spielen kann. Das wäre natürlich dann so das Live-Goal, ne? Dann kann ich endlich zocken. Ja, Tobi lernt zocken. Das, so hätte man das Format eigentlich auch nennen können, ne? Tobi lernt zocken. Ist auch ein schöner Name. Wobei, ich wahrscheinlich bald sterbe, dann kann ich wieder von vorne anfangen. Da war eigentlich keine Lust. Da war eigentlich keine Lust nochmal anzufangen. Ah nee, ich habe ja gesagt, ich fange nicht nochmal neu an, das war jetzt gerade falsch. Sondern wenn ich tot bin, bin ich tot und dann spiele ich irgendwas anderes. Deswegen bin ich auch so übervorsichtig hier. Nicht, weil ich ein Schisser bin, okay, das bin ich auch. Aber in erster Regel bin ich so vorsichtig. Oh, warum setze ich eigentlich immer die Fackeln instinktiv ans Eisen? So Schiss. Bisher waren auch noch nicht so viele Monster da, ne? Eigentlich ist die Höhle ganz, ganz movie. Dafür, dass sie so mega Monster groß ist, sind wenig Monster da. Muss man schon so sagen. Also ich habe eigentlich gedacht, ich komme hier rein und werde überflutet von Monster. Aber geht.
wir sind anscheinend ziemlich weit auch von dem Monster-Spawner weg. Was richtig cool wäre, ne? Wenn man mit den aufsteigenden Level auch irgendwie an Verteidigung quasi dazu bekommen wird, dass man dann mehr aushalten könnte. Aber das ist natürlich Humbug, weil das hier ist Minecraft und kein Ding ins Game. Irgendwie so ein Rollenspiel oder so. Oder wie viel Eisen habe ich jetzt eigentlich mittlerweile? Ich muss noch zurück. 11. Ich habe gerade Wasser gehört. Warum höre ich verdammt nochmal Wasser gerade? Das ist, Alter, die Höhle, die spukt, ohne Witz. Ohne Witz jetzt. Da hinten kann ich auch lang, oder? Warte, ist das hier? Geht's hier noch weiter? Ah. Aber. Kann mich hier rüber bauen. Wenn ich jetzt nicht irgendwie runtergeschossen werde von irgendeinem Monster. Das wäre natürlich dann nicht so praktisch. So. So langsam verstehe ich auch so das Prinzip der Höhle hier, wie das hier alles so aufgebaut ist und so. Smoothie. Weil ich traue mich noch nicht darunter, da ist mir noch ein bisschen too dark. Wo geht's da hinten hin? Oh. Alter, sag mal, das ist doch nicht normal. Hier, Alter, crazy. Ich baue mir immer so ein bisschen den Weg, ne? Damit ich hier nicht irgendwie runterfall, weil ich sehe sowieso kommen. Ich werde so richtig gut sein, dass ich jedes Monster instant kille und dann falle ich einfach irgendwo runter mit Tod. Das wäre so ein typischer Tod. Wahrscheinlich irgendwie so keine Ahnung, 50 Folgen baue ich mir so das beste Equipment, das es einfach gibt und dann falle ich von der Klippe und bin tot. Ah, scheiße. Ah, hier oben, genau. Das ist immer da außen rum. Ah, so langsam macht das hier echt Sinn alles. Darunter müsste ich als nächstes dann. Genau, da war ich ja schon da drüben. Hä? Eigentlich könnte ich ja auch darum laufen, so, ne? Da hinten war ich noch nicht, ne? Oh, da traue ich mich auch noch nicht so hin. So, ich will jetzt gerne wissen, wie Schuhe funktionieren, verdammt. Das ist jetzt wahrscheinlich für euch total nervig, weil ihr wisst, wie Schuhe funktionieren. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Aber ich werde es jetzt natürlich bis jetzt nicht sehen. Schere. Ah, fuck. Ich glaube, ich muss echt googeln, weil... Ich weiß nicht, wie man Schuhe erstellt. Kann man das nicht irgendwo nachlesen oder sowas? Oh, jetzt habe ich es weggeschmissen. Ah, Mann, das war mega so... wahrscheinlich denke ich so, Tobi, du hast es doch gleich. Aber ich weiß gerade echt nicht. Es tut mir so leid. Es tut mir jetzt gerade echt mega leid, dass ihr jetzt hier drunter leiden müsst. Aber ich weiß es gerade echt nicht. Und ich muss... Oh, warte. Ich schau mal, wie Schuhe aussehen. Ah, pass auf. Alter. Leute, kommt schon. Also ich würde sagen... Ja, ich sehe, ihr müsst gerade grinsen. Weil der Tobi hat es geschafft. Der Tobi hat eine ganze Rüstung. Dance. Okay, das reicht. So. Dann machen wir jetzt gleich noch... eine Eisenspitzhacke. Und dann kann ich mir auch gleich anderes Eisenequipment holen. Zum Beispiel brauche ich jetzt nicht so, aber... Ah ne, habe ich ja schon. Ah ne, das war Stone. Stone, so. Muss mir eigentlich mal eine Kiste bauen. Ich glaube, machen wir da mal... Ah ne, doch, soll ich eine Kiste bauen? Also langsam wird... hier alles ein bisschen voll. Was mache ich? Was mache ich eigentlich in meinem Leben? So geht eine Kiste, oder? Ach, kommt schon, ich bin... Das war jetzt echt... Ah, ich hätte es gleich zwei machen können. Siehst du? Ah, jeder kann was im Leben. Jeder kann was im Leben. Eigentlich muss ich keine Kiste machen, weil ich werde sowieso als nächstes sterben. So. Chest. Chest. Da. Oh, guck mal. Guck dir das. Oh, die ist wieder Wahnsinn. So, das brauchen wir nicht. Was ist das hier? Oh, Rock Dingens.
Das können wir hier noch braten. Dann. Gut. Also nochmal. So, was? Das brauchen wir auch nicht. Das Feder brauchen wir nicht. Ich könnte mir einen Bogen bauen jetzt, ne? Soll ich mir mal einen Bogen bauen? Nee, dafür brauche ich Strings, ne? Das geht mit Federn nicht. Ach Gott, ich kann gar nichts. Das können wir noch machen. Granit brauchen wir nicht. Wolle nehme ich mal vorsichtig mit, falls ich mir irgendwo ein Bett bauen will. Schwarze Wolle brauchen wir aber nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Okay, die lasse ich mal da. Die Rose, die ich eigentlich immer mitnehmen wollte. Ganzen Blumen. Dirt gibt es wahrscheinlich auch irgendwo genug. Ja. Eine Schaufel kann ich mir noch machen. Dann habe ich wenigstens mal alles eisenmäßig so. Und die Stone-Schaufel mache ich mal hier rein. So. Dann. Hier, der macht immer noch das hier. So, ich gehe nochmal da hinten hin. Hier nochmal da hinten hin. Noch hier irgendwo runter. Nee, ah nee. Weiß verlauf mich jetzt schon. So. Ich bin einfach mal so YOLO und spring einfach runter. Bam! Seht ihr? So langsam bekomme ich Selbstbewusstsein bei der ganzen Geschichte. Und ich werde wahrscheinlich gleich sterben. Ich werde so sterben. Wo geht's da lang? Aha. Ah, ein Eimer. Siehst du, ein Eimer kann ich mir noch machen. Habe ich noch Eisen? Nein, Tobi. Du bist scha... Ah, hier ist Eisen. Sehr cool. Ein Eimer kann ich mir machen. Wenn mich, falls ich auch irgendwann mal angesteckt werde durch Lava, dann werde ich mich einfach löschen. Tja. So langsam, ne? Muss ich schon sagen. Dafür, dass ich keine Ahnung habe, kann ich doch echt so tun, als hätte ich Ahnung. So langsam läuft's doch. So, apropos laufen, so langsam läuft's. Ich glaube, so langsam kommen wir auch zum Ende dieses Let's Plays heute. Und mach das jetzt. Ich baue mich hier hoch. Boah, man muss sagen, dafür, dass die Höhle am Anfang ja echt unerkundbar für mich erschien, habe ich das Ganze doch relativ okay dann noch hinbekommen. Ich muss eigentlich noch einen Ofen machen, ne? Ja, ich mache noch einen Ofen. Kann ich das nicht da drauf stellen irgendwie? Aber da kann ich es drauf stellen, ja. So. Eisen. Weil dann mache ich mir jetzt mal einen Eimer, dann mache ich dann Wasser rein. Jo. Nur ja, langsam. Weil ich mache mal gerade die hier kaputt und sammle gleich mal ein bisschen Stein. Wenn ich jetzt sterbe dadurch, dass ich so irgendwo mich reingrabe und am Schluss irgendwie tot bin, ah nee. Gut. Steine kann man immer mal gebrauchen. Ja, was geht hier ab? Nice. Nice, nice, nice. So, damit kann ich mir wenigstens schon mal irgendwie... Ah, wie geht jetzt ein Eimer? So, das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Wie geht ein Eimer? Das ist eine Schere. Ah, shit. Ja gut, so viel zum Thema. Ich mache mir mal kurz einen Eimer. Wie macht man sich einen Eimer, Leute? Leute, ich flippe hier aus. Ich kann nicht mehr. Wahrscheinlich geht das auch so nicht. Vielleicht so wie man auch eine Kiste macht, nur eben mit Eisen. Macht das Sinn? Dafür bräuchte ich 9. Ah ne, 8 hätte ich nur gebraucht. Ach Gott, rechnen, ne? Rechnen ist so eine Sache. Block of Iron. Was ist das? What the fuck? Ah! Aber brauche ich jetzt nicht. Was ist das? Nee, brauche ich auch nicht. Nee. Nee, nee. Ach Gott. Ah, ich komme gar nicht drauf klar. Oh Mann.
Nee, muss ich da nochmal, ich muss mir das googeln, weil, also da habe ich jetzt echt gar keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Sorry. Sorry. Ach, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Das tut mir jetzt sehr leid. Ich werde jetzt aber auch die Folge hiermit dann beenden. Wir haben uns jetzt ungefähr eine halbe Stunde mal angeschaut, wie das hier geputzelt wird. Ist ja auch was Schönes, ne? Also wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir einen Daumen hoch und wir sehen uns dann morgen. Bis dann, haut rein. Euer Ray.